Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Oder Pillars of Eternity White Marsh, das hätte ich schon längst mal sagen können. Okay, ich habe in der letzten, also zwischen der letzten Aufnahmesession und jetzt alles nochmal gemacht, die Keule geholt und alles. Wir haben zwar die Weiße Esse abgeschlossen und schon die Vergessene Armee freigeschaltet, also Weißmark Teil 2. Die Weißmark Teil 1 können wir einklappen. Die Weiße Esse wurde dank der Bemühungen der Weißmark wiederhergestellt. Ich sollte die Weißmark verlassen und mich ausruhen. Mit der Zeit wird Stalwart wieder heilen. Ja, ich sollte nach dem Schnaps mal fragen noch. Das ist Manea. Und mit Sahua kann ich dann wahrscheinlich wieder reden. Manchmal wünschte ich, ich könnte die abgeschlossenen Sachen ausblenden, dass ich nur noch die fertigen Sachen sehe. Andererseits... Okay, jetzt erstmal Cutscene. Die sollte kommen. Jetzt gleich nach dem Laden. Andererseits kann ich da die Quests nicht sehen, wenn ich sie abgeschlossen habe. Auch noch vorlesen. By the time you stepped out of Durgan's battery and into the new snow outside, word had already spread of strange lights rising from the fortress and energy crackling in the sky. The survivors of Stalwart flocked to Durgan's battery, their steps hastened by the promise of peace and prosperity at last. They mended their walls, gathered their strength, and prepared their town for the new opportunities that were sure to come. And with the voices of Durgan's battery silent at last, none heard the distant groan of something stirring among the peaks, as massive and relentless as an avalanche. Okay. Ja, stimmt, hier kann man nicht scrollen. Also ja, alle aus Stalwart stürmen zur Batterie und irgendwas regt sich in den Gipfeln. Kurz zusammengefasst. Absolutely. So, dann springen wir mal hinüber. Du springst und einen schwindelerregenden Augenblick lang rauscht der Boden an dir vorbei. Und da hast du die Lücke überwunden und befindest dich auf dem zweiten Turm. Selbst hier sind Kanonen. Also ja, mal gucken, ob sich jemand oder etwas in Durgans Batterie regt. Sieht aber bis jetzt nicht danach aus. Gut. Dann nehmen wir den Ausgang hier unten. Kehren jetzt erstmal nach Stalwart zurück. Dann holt sich Kanna das Schwert, damit wir die Schwertquest mal machen.
Und danach kehren wir nach Stalwart zurück. Wir müssen ja nur einmal irgendwo außerhalb rasten. Oh, eine Eskorte. Damit können wir dienen. Paligina ist beschäftigt. Dann senden wir es bei Idea. Ich habe dir doch gesagt, dass die weiße Äste dort drin ist. Also so schuldet mir. Psst. Das ist die Frau, die sie gefunden hat. So, reden wir erst einmal mit dem Oberhaupt hier, dass die weiße Esse jetzt gefunden ist. I'm here. Been 200 years since folks set foot in Durgan's Battery. Now you crack the place wide open and with quite the display. Seit 200 Jahren hat niemand mehr einen Fuß in Durgans Batterie gesetzt. Nun hast du das Tor weit aufgestoßen und zwar auf recht spektakuläre Weise. Thanks to your help, we just might pull through. You've done a lot. Dank deiner Hilfe überleben wir vielleicht. Du hast viel getan, Talisa. Sie schüttelt dir die Hand. Und hier, ich habe sie gespart. Ein paar der letzten Edelsteine, die wir gefunden haben, bevor wir die Mine schließen mussten. Mit etwas Glück können wir sie bald wieder öffnen. Sie gibt dir einen kleinen Beutel. Edelsteine glitzern in ihm. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Geht uns auch so, aber ich hoffe, du wirst die weiße Esse auch nutzen, wenn du das nicht schon getan hast. Sie legt sie zu, etwas Besseres als Dünganschal gibt es schließlich nicht. Wenn du ihn in deine bestehende Ausrüstung einspielen kannst, besitzt du wahrlich mächtige Gegenstände. Und was passiert jetzt mit Stalwart? Nun liegt es an uns, diese Chance zu nutzen, um uns aus dem Dreck zu ziehen. Ich verschränke die Arme. Sie rutscht sich stört. Ich bin immer noch nicht begeistert, Berigards Clan einen Steinwurf von unseren Toren entfernt zu haben, aber ich hoffe einfach, dass eine Abmachung mit ihr hält. Aber das Beste ist Taena. Sie hat früher mal gesagt, sie hätte mehr über den Bergbau vergessen, als wir anderen ihr wussten, aber es fällt ihr langsam alles wieder ein. Ja, weil wir sie kurzzeitig erweckt haben. Sie senkt die Stimme. Ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass es jemand schaffen würde, die Batterie zu öffnen. Es gab den Leuten einfach nur Hoffnung, einen Traum. Aber langsam schöpfe ich Hoffnung. Die weiße Esse könnte uns retten, wenn wir sie nutzen können. Bevor irgendein Adliger aus dem Dürrwald hier aufsteht und sie für sich beansprucht. Lass uns was anderes besprechen. Was hast du auf dem Herzen? Nichts. Leb wohl erstmal. Saphir, Topaz, zwei Diamanten. I'm here. Gut, dann fragen wir mal nach dem Schnaps. In der Taverne. Ich meine, der war ja als zur Feier, dass Dürgards Batterie wieder geöffnet wird. Und da ich derjenige war, der sie oder diejenige, besser gesagt in dem Fall, die Person war, die sie geöffnet hat. Ja. Sollten wir ja etwas von dem Wein oder Schnaps, was es nochmal war, kriegen. Does anyone have any extra rations? I did some white leaf and now I'm very hungry. Hat jemand ein paar Rationen übrig? Ich habe ein wenig Weißblatt geraucht, jetzt habe ich Hunger. Yes? What do you need of Zawa? Mal sehen, redet er jetzt über seine Niederlage? Wenn Quetmachel dich besiegt hat, wie konntest du überleben? They take you alive if you are a chieftain. They break your body and your spirit. Sie nehmen dich lebend gefangen, wenn du Häuptling bist. Sie brechen deinen Körper und deinen Geist. Then they show you to their people and to yours, broken. After that, they cut off your head so that they may drink your soul from it. Dann zeigen sie dich ihrem Volk und deinem gebrochen. Danach schneiden sie deinen Kopf ab, um deine Seele daraus zu trinken. Er fährt sich mit den Fingerspitzen über die Kehle. Aber du bist davon gekommen. Oh no. They did all of those things to me.
Sawa lacht. Oh nein, das haben sie alles mit mir gemacht. They flayed me until my screams became whispers. Until I no longer knew who I was and my only hope was to die soon. Sie haben mir die Haut abgezogen, bis meine Schreie zu einem Flüstern vorkamen, bis ich nicht mehr wusste, wer ich war, bis meine einzige Hoffnung war, bald zu sterben. But they didn't stop. And that was their mistake. Aber sie hörten nicht auf und das war ihr Fehler. In my lowest moment, I released my grip on many worldly things I had come to embrace since my master's death. The pain made the world clear again. An meinem Tiefpunkt ließ ich viele weltliche Dinge los, die ich seit dem Tod meines Meisters umklammert hatte. Der Schmerz machte die Welt wieder klar. They brought me out to be executed, not knowing any better. They swung the machete down upon my neck, but it would not cleave. Sie führten mich heraus, um mich hinzurichten. Sie wussten es nicht besser. Sie ließen die Machete auf meinen Hals niedersausen, aber sie weigerte sich zu spalten. Er spielte den unterbrochenen Hieb vor. Each hack of the knife brought great pain. And the pain showed me glimpses of pure truth. For a moment at a time, I was the Anitle. Jedes Hacken des Messers brachte gewaltige Schmerzen und die Schmerzen zeigten mir kurze Eindrücke reinster Wahrheit. Für einen Augenblick war ich der Anitle. I broke my bonds by seeing beyond them. I slew my executioner by knowing I would slay him. Ich brach meine Fesseln, indem ich über sie hinausblickte. Ich tötete meinen Henker, indem ich wusste, dass ich ihn töten würde. Konntest du dein Volk danach befreien? Plötzlich scheint alle Luft aufs Zauber zu entweichen. No. When the pain faded, so did my enlightenment. But it was enough to make my escape. Nein, als der Schmerz verblasste, verblasste auch meine Erleuchtung. Aber er reichte aus, dass ich fliehen konnte. I swore to return when my soul was ready to defeat the Ketchmottl. When I had rediscovered my master's lost secrets. Ich schwor zurückzukehren, wenn meine Seele bereit ist, die Ketchmottl zu besiegen, wenn ich die verlorenen Geheimnisse meines Meisters wiederentdeckte. Du sagtest, du hättest geschworen, zurückzukehren und dein Volk zu befreien. Ist dir das hier gelungen? No. Nein. I searched my empty homeland for any trace of Ishipilo's knowledge. But I knew he had left none. It would have been too dangerous. Ich habe mein leeres Heimatland nach Spuren von Ishipelos Wissen abgesucht, doch ich wusste, dass er keine zurückgelassen hatte. Es wäre zu gefährlich gewesen. When that failed, I began searching the land to see if knowledge of the Anitle had come from abroad. I visited temples and monasteries. Dann versuchte ich herauszufinden, ob das Wissen von Anitle aus dem Ausland gekommen war. Ich besuchte Tempel und Klöster. All the while, Zawa was trying to find the answer within himself as well. Meditation, Malkachor, a thousand practices he had learned as Nalpaska, or dreamed on his own. Während dieser ganzen Zeit versuchte Zahur, die Antwort in sich selbst zu finden. Meditation, Malkachor, 1000 Techniken, die er als Nalpaska erlernt oder sich selbst erträumt hatte. He becomes nearer to the Anitle every day. But his soul is not free. He is not the Anitle. Er kommt dem Anitle mit jedem Tag näher, aber seine Seele ist nicht frei. Er ist nicht der Anitle. Warum versuchst du dich trotzdem, sie zu befreien, wenn du so kurz davor stehst? The final step is the difference between invincibility and certain failure. Der letzte Schritt ist der Unterschied zwischen. I see it before me as a line drawn in blood. Ah. Der letzte Schritt ist der Unterschied zwischen Unbesiegbarkeit und sicherem Scheitern. Ketchmottl has only grown over time, swallowed all its rivals. It would take no less than the Anitle to free and protect the Takan now. Ketchmottl ist mit der Zeit gewachsen, hat all seine Rivalen verschluckt. Nur der Anitle ist noch in der Lage, die Takan zu befreien und zu beschützen. Was, wenn du stirbst, ohne das Wissen des Meisters wieder zu entdecken? Dann geht es den Takan nicht schlechter als jetzt. But they do deserve better. Aber sie haben Besseres verdient. Kann ich irgendwie helfen? Vielleicht. Auf meiner Reise nach Stalwart kam ich an einem Ort, der meine Seele unruhig werden ließ. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte vor, dorthin zurückzukehren, sobald ich mein Versprechen an die Bürgermeisterin von Stalwart eingelöst habe. Die Antworten, nach denen ich nun suche, sind die Antworten der Seele. Solche Resonanzen darf man nicht ignorieren. Ich glaube, die Einheimischen nennen den Ort Weißsteinsenke. Er liegt östlich von Stalwart. Falls wir in die Gegend kommen, würde ich gerne dorthin zurückkehren und die Energie des Ortes erkunden.
Würde ich noch was anderes fragen. You would ask much of one who knows little. Du fragst viel von jemandem, der wenig weiß. Dann lass es weiterziehen. Und jetzt haben wir endlich Sahuas Quest. Sahua hat mich gebeten, dass wir in die Wildnis östlich von Stormwood reisen. Er hat dort einen Ort gefunden, der in seiner Seele widerhallt. Nun hofft er, dort Antworten zu finden. Antworten, die ihm helfen, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien, wie er geschworen hat. Sahua hat einen Ort östlich von Stormwood erwähnt, von dem er glaubte, dass er eine spirituelle Bedeutung für ihn hat. Die sogenannte Weißsteinsenke. Er hat mich darum gebeten, dass wir sie erforschen. Mal gucken, ob sie schon auf meiner Karte ist oder ob wir dafür erst den zweiten Part von der Weißmark freischalten müssen.